hatte, obwohl ich auch aufgepasst habe. Na gut, das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ich will immer die Form machen, aber nee, das ist mir jetzt echt, geht gar nicht. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass man diese Tipps ohne Probleme super pinschen kann. Das werde ich natürlich später machen, weil meine Nägel müssen eigentlich schon gepinscht werden, auch wenn ich jetzt kürzere Nägel habe. Zum einen finde ich es viel schöner, wenn man parallele Seitenlinien hat. Zum anderen, was viel wichtiger als die Schönheit ist, ist natürlich die Stabilität. Mir nützt es nichts, wenn ich mir meine Nägel schön mache und 2 Tage später sind sie wieder weg. So. Also das war jetzt gerade echt das Super-GAU und habe mir gedacht, so, das gibt's doch wohl nicht. Ja, aber so läuft es halt, wenn man was testet. Ich habe mir die extra bestellt, weil ich dann dachte, so, komm, ich frage jetzt nicht nach einer Produktprobe. Ich will das schon testen, ausreichende Menge vorrätig haben, falls es dann doch funktioniert. Also gerade hier diese Zonen, auf die es ja eigentlich ankommt, bin ich nicht so sicher, dass das hält. Sollte der Nagel hier sich doch noch mit einem Riss melden, der sieht nämlich wirklich so aus, dann werde ich kurzfristig mir was anderes überlegen müssen, weil Nägel, die nicht halten, kann ich mir nicht leisten. So, dann geht es weiter. Ich werde natürlich heute mit meinem neuen veganen Acrylpinsel arbeiten und zeige den euch extra nicht so in die Kamera, weil darum geht es heute nicht. Ich werde jetzt zu Beginn etwas Ultra Bond auftragen, aber natürlich nur auf die, da sind wir, Naturnagel. Zonen. Ein bisschen was auf den Tipp, das schadet nicht. Normal bräuchte ich das jetzt gar nicht, weil Acryl hält bei mir ohne Probleme. Aber wenn, dann möchte ich schon ein bisschen was zu spielen haben. Ihr könnt natürlich auch dehydrieren bei euch, wenn ihr nicht ganz so trockene Nägel habt, aber solltet ihr Naturnägel haben, die furztrocken sind, bitte, bitte lasst dann die Finger weg vom Dehydrator. So, dann machen wir das gleich wieder zu und räume das weg. Das kann ich nämlich gar nicht brauchen, wenn hier alles offen rumsteht. Wie war das? Wenn es offen rumsteht, ne? Dann können wir die Flasche wieder hinlegen. Eine Liegeflasche. Ja, ich beginne jetzt einfach mal den Pinsel vorzubereiten. Ihr möchtet vielleicht noch was sehen. So. Ein bisschen Liquid drin. Den Pinsel reingehen und ausstreifen. Sauber gemacht ist er schon, deswegen gehe ich jetzt nicht raus mit dem Pinsel und streife das an der Serviette ab, sondern ich bereite ihn einfach nur kurz vor, dass überall mal etwas Liquid war. Und ich habe einen Trick, den werde ich jetzt einschalten. Und zwar einfach, meine Absaugung hat ja einen Aktivkohlefilter und da mache ich dann immer, ja, Staubi an, damit es nicht so stinkt im Raum. So, dann gehe ich erstmal rein und streife die Hälfte des Pinsels wieder ab. Und mach mir nur eine kleine feuchte Kugel. Setzt diese ab, muss euch wieder schärfer stellen. Ja. Dann schiebe ich das Material wirklich nur minimal zu den Rändern und streife dann nach unten aus. Die erste Schicht muss bei mir sowieso immer super dünn gemacht sein, weil ich nicht leiden kann, einen Haufen Acryl drauf zu schmieren, um es hinterher wieder runterfallen zu müssen. Das mache ich nicht.
extra ein Clear mit einem Rosé verteilt. Und ihr seht auch, ich modelliere nicht. Ich streiche jetzt nur Acryl dünn auf. Aus einem einfachen Grund. Ich möchte nachher noch im Anschluss Nageldesign machen. Und wenn ich da jetzt zu viel Produkt drauf habe, speziell vorne, dann habe ich nachher ein Riesenproblem. Da muss ich alles wieder runterfallen. Das mache ich nicht. So. Bällchen aufsetzen, Pinsel abstreifen. Normalerweise arbeite ich noch viel feuchter. Aber ich möchte ja gleich den Nagelhautbereich ein bisschen stärken. Weil zu dünn darf es natürlich auch bei mir nicht sein, das wisst ihr ja, sonst rausche ich gleich irgendwo gegen. Ja. So. Ruhig bis zum Rand. Wenn ihr beim Modellieren merkt, vielleicht hat es doch den Rand nicht ganz erreicht, reicht auch wirklich eine Mini-Kugel, um die einfach locker hier drüber zu setzen. Ich bleibe dauernd mit den Nägeln an der Haut hängen, das ist schon lustig. Es geht natürlich auch schnell mit der Trocknung. Das ist ein Fast Liquid. Und hier versuche ich wirklich ganz dünn am Nagelhautbereich zu arbeiten, damit ich eben nachher nicht so eine grobe Feilerei anfangen muss. Ich sehe das leider immer wieder, dass die Leute versuchen, möglichst nach den großen Vorbildern eine dicke, große Kugel aufzusetzen und die dann eigentlich nur von links nach rechts zu schieben, runterlaufen zu lassen. Bemerken dann erst relativ spät, Mist, mein Produkt wird ja schon fest, ja, dann ist das Kind schon im Brunnen. Deswegen das allererste, was ich mache, ist wirklich üben, testen, wenn ich ein neues Liquid bekomme. Wie verhält sich das mit meinem Powder? Jupp, gefällt mir, aber auch hier ist mir so eine Idee zu wenig. Ich brauche nachher noch fürs Nageldesign ein klares Gel. Da ist natürlich geschickt, wenn man noch ein bisschen ein Bildergel hat. Es soll nicht zu dünn und nicht zu dick werden. Und jetzt seht ihr auch, wie viel Material hier hinten schon drauf ist. Also es ist nicht so, dass ich jetzt zu wenig habe. Ich habe schon noch ein bisschen was da zum Runterfeilen. Aber nach hier vorne möchte ich nicht so dick aufmodellieren, weil das möchte ich nachher mit Nageldesign mit euch machen. Ja, es entspannt mich auch unheimlich, wenn ich andere beim Nageldesignen sehe, egal ob jetzt Designnägel oder Nagelmodellagen. Und ich finde es auch toll, wie vielfältig meine Zuschauer, ja, wie vielfältig die einfach sind. Es sind einige dabei, die es nur hobbymäßig machen, andere sind Profis. Dann gibt es welche, die nur in der Jury sitzen, um Wettbewerbsnägel zu begutachten. Dann habe ich Leute dabei, die mit Nagelmodellage gar nichts am Hut haben, die eher die Schminkvarianten sind. Es sind auch ein paar Männer dabei, das ist auch immer schön. Ja, so sieht es gut aus. Wenn ich zum Beispiel auch die Nägel mache, ihr seht es auch, ich mache das gern so rum. Nicht nur, damit ihr zugucken könnt, dann könnte ich es aber auch so machen. Aber ich möchte, dass der Nagel leicht nach unten geneigt ist. Sollte mir das Produkt zu nass geraten, läuft es einfach vorne die Nagelspitze runter und trifft unten auf die Küchenrolle. Einen Daumen runter zu rollen ist jetzt in der Kamera ein bisschen blöde, aber es müsste
funktionieren. Nicht zu nahe an der Haut, dann gleich berichtigen. Ich nehme jetzt extra auch kein Camouflage, weil ich schon gemerkt habe, dass mir das Camouflage zum einen störend ist, wenn ich das Nageldesign ändern will oder wenn ich nachfüllen will. Dann müsste ich immer bis ganz zum Naturnagel runtergehen, wenn ich das Camouflage wegmachen möchte. Das ist mir einfach zu dünn für meine Naturnägel. Oder meine Naturnägel sind mir zu dünn, um solche Spielereien zu machen. Deswegen versuche ich halt wirklich immer diese Kontaktschicht gleich mit einem Aufbau zu verbinden. Praktisch alles in einem, um hinterher eben nicht dieses Problem zu haben, oh Gott, jetzt habe ich zu viel Zeug drauf, muss alles wieder wegmachen. Wenn ich mit dem Pinsel aus der Kamera rausgehe, dann putze ich den zuerst ab und immer wenn ich ihn gereinigt habe, dann gehe ich erst wieder ins Liquid-Gläschen rein. Das ist jetzt auch mal eine etwas kleinere Größe vom Pinsel. Ich habe ja immer gern so große, so 10er oder sowas. Das hier ist jetzt ein 6er. Jo, ausreichende Menge. Perfekt. So, ich mache jetzt mit dieser Hand meine dominante Hand und dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, da bin ich schon wieder. Habt ihr mich vermisst? Ja, also ich habe mich dazu entschlossen, doch noch ein bisschen mehr auf die Nägel drauf zu machen, weil es sehr instabil sich anfühlt für mich. Und schmeiß mal alles um. Ich kann auch mit dem Ellenbogen alles umschmeißen, so ist es nicht. Werde jetzt ganz dezent, falls meine Kraft nicht nachlässt, so geht's besser, ganz dezent noch ein bisschen nachpinschen. Darf natürlich nicht zu dolle drücken, weil meine Naturnägel drunter nur so ein kleines bisschen ziehen, wenn ich das zu dolle mache. Normalerweise setze ich nämlich meine Fingernägel an die Seite, das heißt mit immens Druck, aber das ist mir heute ein bisschen zu heavy. Und da musste ich viel Material an die Seite setzen, damit ich meinen kaputten Nagel nicht schrotte. Und da bin ich echt gespannt. Also im Moment fühlt es sich so an wie immer noch wie Pappe unterm Acryl. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt schnell durchtrocknet und mir ein gutes, sicheres Gefühl gibt. Weil im Moment würde ich jetzt so nach den ersten Anzeichen nicht bei meinen Kunden mit den No-File-Tipps arbeiten. Sapperlot, verzeiht mir bitte. Wieder rausgerutscht. Da auch noch ein Ticken. So. Ja, also mein Acryl, das ich da habe, das ist wirklich richtig gut. Der ist auch schon soweit, der kann auch schon... Oh, ich habe keine Kraft mehr, Leute. Das Acryl ist nicht ganz schnell trockend, aber fast dry trotzdem. Der ist noch nicht so weit, den habe ich vorhin eh schon gepinscht. So, das reicht. Werde hier auch erstmal sauber machen. Und dann wieder den Krachmacher für euch ausstellen. So, damit mir hier nicht die Bude voll stinkt, werde ich das Küchentuch noch ein bisschen abdecken, das noch nachriechen kann. Und werde euch gleich wieder zeigen, wo ich bin, wenn ich mit meinen Fingernägeln mal eine erneute Tischserviette nehmen kann.
Also. Ja, okay. Also es sieht okay aus, aber mir ist schon wieder viel zu viel Produkt vorne auf der Nagelspitze drauf. Auch wenn jetzt fast alle sagen, warum ist da nicht viel drauf? Ja, nicht viel. Ihr habt gesehen, wie weich die Dinger sind im Auftrag. Wenn ich da. Also dicker will ich es ja nicht machen. Definitiv nicht. Kommt da noch ein was drauf? Wenn ich die No-File-Tipps aber nur haltbar haben kann, dass ich den kompletten Haushalt mitmachen kann, arbeiten gehen kann und mir wirklich nichts passiert unterwegs und die sind immer noch weich, obwohl ich die zweite Lage Acryl drauf habe, auch hier kann ich die Seiten zusammendrücken. Ja, da bin ich echt gespannt, wie das dann wird, weil ich möchte ja stabile Nägel. Ich werde euch einen jetzt zeigen, wie ich den feile. Ich setze immer zuerst unten unter die Kante an. Noch nicht gleich an der Breite, zuerst die Kante. Dann gehe ich etwas hoch. Bei dieser Seite genau das Gleiche. Weil ich ja, wenn ich es quer will, auch gerade Seitenlinien haben will und nicht zu stark nach vorne verjüngt. So, dann gehe ich an meine normale Fallroutine. Es ist immer noch die 100er Grit-Feile. Weil ich mich da eben nicht beim Acryl so verkünsteln muss. Wie von allen Seiten. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, wenn ich das mache. Auf dieser Seite hängt noch ein bisschen Material über. Also noch nicht ausreichend glatt. Und jetzt wird nochmal nachgebessert. Es ist definitiv gerade. Hier ist noch eine Unebenheit drin, die spielt jetzt keine Rolle. Ausgedünnt werden. Darf es nach vorne hin noch und ich mag es ja nicht, wenn es zu weit runterhängt. Das heißt, ich gehe noch mal gerade drunter. Dann habe ich eben vorne nicht so einen riesen Tunnel, das macht mir aber auch nichts aus. Ich möchte keine abknickenden Spitzen haben. Und das finde ich auch mal eklig, wenn man unten drunter das ganze Zeug vom Feilen hat. So, lass mich nochmal gucken. Schon viel besser. Also das ist okay von der Dicke in Anführungszeichen. Es kommt nicht mehr viel Farbe drüber. Ich werde das Ganze jetzt fertigstellen und werde dann ein neues Video mit dem Nageldesign starten. Wie die Fingernägel im Rohzustand aussehen, werde ich euch vorne als Bild anhängen oder hinten als Bild. Das werden wir noch sehen. Auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt, dass es euch nicht langweilig wurde. Ihr dürft mir gerne auch die Kommentare noch hinterlassen wegen der No-File-Tipps oder welche Tipps ihr vielleicht auch habt. Ob ihr mir sagen könnt, wie die Haltbarkeit dieser Dinger ist. Und ansonsten. Wer mich noch nicht abonniert hat, abonnieren. Dankeschön.